So, heute exklusiv für euch im Test das Van der Kong Tubes Pack von Leslie. Dieses Päckchen enthält vier verschiedene Bombenrohre mit BKS-Anteil einem großen. Ja, wir haben hier oben viermal Van der Kong Whistling, dann hier sechsmal Van der Kong Max, hier unten viermal die Van der Kong Shocker. Und die letzten vier sind Van der Kong Double Demolition. Die NEM beträgt für das gesamte Sortiment 82,80 Gramm, also sehr, sehr viel. Ich würde sagen, wir packen das gerade mal aus. Zuerst, wie gesagt, die Van der Kong Whistling. Ja. Gucken wir hier noch mal kurz auf die Rückseite. Da haben wir eine Gesamt-NEM von genau 17,20 Gramm auf vier Bombenrohre verteilt. Dann als zweites Van der Kong Max. Hier beträgt die NEM genau 21,60 Gramm. Also es spricht schon für einen ordentlichen Knall. Ja, dann als vorletztes noch die Van der Kong Schrocker. Die NEM beträgt hier genau 16 Gramm. Und dann als letztes noch die Van der Kong Double Demolition. Wobei ich da sagen muss, dass sie nicht immer beide zünden. Es kann auch sein, dass es einfach nur einen Knall gibt und der andere gar nicht losgeht oder einfach ein Verpuffer ist. Ja, NEM hier sind 28 Gramm genau. Ja, hier haben wir nochmal die vier Packs aufgezählt. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal raus und testen einfach mal durch und vergleichen dann alle mal mit einem Flashbang von Nico. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß im folgenden Testvideo, jetzt gleich. Gut, wir fangen an mit dem Whistling Van der Kong. Jawoll! Das ist doch mal ein geiler Sound. Mit dem Hall-Effekt hier noch hinter und dem Pfeifaufstieg. Als Sehr nächstes cool. der Van der Kong Max. Oh, ordentlich. Als nächstes der Schocker. Jawoll, drückender Knall, ey. Mit Crackling noch, mit im Aufstieg. Sehr, Als sehr letztes schön. noch den Van der Kong Double Demolition. Mal schauen, ob sie beide zünden. Manchmal ist es so, manchmal auch nicht. Sehr schön, haben beide gezündet. Also, das Van der Kong Tubes Pack ist echt empfehlenswert. Aber ich denke mal, an den Nico Flashbang kommen die auf gar keinen Fall heran. Aber trotzdem sehr schöne Bombenrohre. Whistling Van der Kong. Ja. Jawohl, mit Sternbouquet Van der leichten. Kong Max. Van der Kong Schocker. Ist noch Sehr Van schön. der Kong Double Demolition. Leider war der eine ein Verpuffer, der andere jedoch nicht. So, kleiner Vergleich, den Flashing Thunder von Weco und anschließend noch den Nico Flashbang. Ja, der war schon etwas So, jetzt leiser. noch der Flashbang.
Ja, das ist der Flashbang. Der ist natürlich dann um einiges noch lauter. Und an dieses Bombenrohr kommt kein anderes heran. Das ist echt top. Der Thunder, dieser Wieseler, ist geschmissen mit genau 200 Schuss. Die sollen ja, wie ich gehört habe, nicht so gut sein.